Until the elephants align, till all the tamers resign. Let the bodies flow among the canyon sound of a million beaten drums. I'll just keep waiting till it comes. Erklär mir mal kurz, was ist das für ein Event und worum geht's heute? Das ist ein richtig tolles Big Game und zwar eins der schönsten, die wir hier in Brandenburg haben. Heute mit knapp 500, nicht ganz 500 und wir sind ja sehr froh hier zu sein. Einfach spitze. Gibt natürlich die Bugs und das andere komische gelbe Lumpe, was da hinten irgendwo oben sitzt. Die Mimimis. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Die Mimimis. Es geht so ein bisschen um die Grundidee ist die aus dem Film, Starship oder? Troopers. Starship Troopers. Da müsst ihr aber die anderen fragen, da habe ich keine Ahnung von. Was? Den Film nie gesehen. Dann hau jetzt rein. So, erzähl mal kurz die Zusammenfassung von dem Film. Das ist ein sehr gutes Film. Ein sehr guter Film. Ja, der Mittelteil. Habt ihr auch Atomgranaten? Jetzt überlegen wir mal. Atomgranaten. Wir sind ja nicht die Bugs. Aber gibt's welche, die euch die oben die Ohren hauen? Auch nicht, ne? Das wird sich gleich zeigen. Was zeichnet das Event für dich heute aus? Es ist einfach nur richtig geile Scheiße, einmal im Jahr. Einfach nur Spaß haben und ein geiles Wochenende. Du bist wann angereist? Wir sind am Freitag angereist. Und ihr bleibt bis Sonntag? Wir bleiben bis Sonntag. Hurra, auf jeden Fall. Wie war es bis jetzt? Ja, gut, ne? Erster Tag von zweien, oder? Erster Tag und der einzige. Weiß. Wie war es heute für dich? Mega gut. Beste Wetter. Du bist immer so leise, hast schon so viel geschrien, ne? Ja, meine Stimme ist weg. Aber heute ist Top-Wetter, es ist nicht so warm, wir haben Wind. Und es hat mega Spaß gemacht. Die Organisatoren, die Refs, die Spielbetreuer, einfach mega. Uns haben alle gut zusammengespielt. Wie seid ihr zu eurer Taktik gekommen? Wir wussten, was für eine Spielvariante gespielt wird und haben uns dann aufgeteilt in verschiedene Gruppen, um eigentlich. Aber du mit zwei Knarren, meine ich. Ach so. Naja, na, wir sollten die Container holen und wir mussten die Jungs decken. Das heißt, so viele Container so schnell wie möglich, also viel Paint in der Luft. Und ein paar Knarren über. Ja, die gerannt sind, haben alles abgegeben und haben es mir hingelegt. Worden. Sehr schön gemacht. Ja, danke schön. Wie war es für euch jetzt auf dem Gelände? Nochmal Power geben zum letzten? Auch geil. Das letzte Spiel, also das Kistengame, ist mit Abstand immer das schwerste hier. Auch das Geilste. Ja. Seid ihr gelaufen? Habt ihr Kisten gezogen? Oder? Nee, das kommt auf Feuer nur Leute rausgerutscht. Sehr gut. Bis zum Sterben. Gabe hat heute keine Chance gehabt, ne? Ich hab da vorne ein Bild gesehen: 0-0-0-0-0. Ein Unentschieden. Ein Unentschieden. Ah, okay, noch nicht mal da. Alles Unentschieden. Sehr schön. Wow. Wartet mal, ne? Wie oft wart ihr schon hier? Zweimal. Und was zeichnet das? Daumenship Troopers Event hier wirklich so aus?
Du, ist einfach das Geile, du kannst halt wirklich, das alles was das mit Paint ist, kannst du einfach verbinden, ob das jetzt McFeed ist, First Strike oder halt E-Hopper. Und die spielen halt wirklich in einem reinen Woodland-Feld. Das ist halt so eine Kombi, die hast du auch nicht oft. Und halt richtig Woodland. Mit diesem Stil von einem Film, total bekloppten Film, ist halt geil, ist eine coole Publicity. Ich finde halt, das ist das geilere Euro-Big-Game. Ja. Euro-Big-Game ist halt totaler Materialschlag. Und nur laufen und dann steht man sich so im Wald gegenüber und guckt, ob man 5 Meter weiter steht. Aber das ist hier einfach viel spannender, es ist einfach viel geiler. Ich habe die teilweise gesehen, der eine steht im Busch, schießt in die Richtung, auf der anderen Seite vom Busch steht ein Gelber und schießt in die Richtung, die waren 3 Meter auseinander und wussten nicht, dass er halt da zusammenstehen. Ich wusste nicht, dass ich in einer kleinen Hütte sitze. Hast du gut was rausgeholt? Ein bisschen blöd. So Headshots verteilt. Aber sie waren 14 Meter, sie haben mich dann rausgegotschert. Die haben nicht auf den Meter geschossen, sondern gegotschert. Das finde ich nett. Okay. Ja. Nett, nett. So, dann mal ab aufs Gelände abklegen und dann gleich Bierchen trinken. Ja, Mann. Duschen! Duschen! Alle jetzt gleichzeitig in die Dusche hier rein? Ja, bitte. Okay. Hallo. Voll böse.